Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Binding of Isaac Afterbirth. Nach einer erfolgreichen Nullrunde werde ich jetzt mal mit Magdalene Hasch kein Bock. Es tut mir leid. Judas! Das wollte ich machen. Judas wolltest du machen? Ja, aber ich hab's nicht geschafft. Achso, na dann. Lazarus! The Lamp! Macht man irgendwann mal randommäßig, oder? Okay. Wenn man wieder nicht dran denkt und dann trotzdem... Na, dann spiel ich es The Lost, wenn sowieso schon alles verloren ist. Nein. Wobei, ja doch. Holy Mantle. Versuch's doch. Nein. Warum nicht? Meinst du, weil wir sowieso schon eine Nullrunde haben, oder was? Zum Beispiel. Wir könnten diese Situation... Na, dann... Hättest du auch einen Keeper spielen können. Diese schlimme Situation sollten wir nutzen. Irgendwie aber auch... Hier ist der Holy Mantle-Effekt nicht zu sehen. Also irgendwie bin ich euch der Meinung, wir müssten mal... Du hast das letzte Mal schon gesagt. Sollten wir mal neu starten. Hast du nicht gemacht. Das stimmt. Ja. Das ist das Gute mit der Aufnahmesession. Sie läuft einfach nicht ab. Oh! Und ist down runter. Nice. Du musst nie wieder einsprengen. Stimmt. Weil was könnte drunter sein? Na gut, Schlüssel oder Bomben, aber... Und goldene Kisten. Und goldene Kisten. Also müssen wir doch noch einige sprengen. Das ist meine Rache, weil ich gestern nicht mitspielen durfte. Oder nur partiell. Ha! Ich kann vor Steinen ausschießen, fällt mir gerade wieder so ein. Du hättest ja auch einfach mitmachen können. Aber du wolltest anscheinend nicht. Na, zweimal Reroll. Ja, wir nehmen den Hauerglas mit. Das ist ja uncool. Wer ist denn das andere eigentlich? Glowing Hourglass. Ach so? Ja. Haben sich sehr viel einfallen lassen. Das eine ist ein leuchtendes Uhrenglas und das andere ist ein nicht leuchtendes Uhrenglas. Ist das Ding eine Sanduhr? Nein, Uhrenglas. Da steht Powerglas. Also wäre es ein Stundenglas. Stundenglas, so ist das. Was zur Hölle? Ach so, das, wo es über Steine und alles fliegen kann. Ja. Das eine war eine Bibliothek und ich wurde genervt. Genervt. Ja, ich wurde entschärft. Bin nicht mehr ganz so stark, weil jetzt sterbe ich nach einem Treffer. Hat der Homing Shots? Ja, hat er. Ja. Das hat er früher auch nicht gehabt. Sicher? Ja. Schlüssel wäre was Cooles irgendwie. Weil da muss ich mal in die Bibliothek schauen. Danke. Ich mag dieses Spiel. Für Bildung ist doch immer was da. Immer Platz. Für Bildung ist immer Platz. Aber was erhofft man sich für ein Buch? Schutzbuch. Das ist gar nicht witzig. Ich bin so durch. Oh nein. Ich dachte jetzt, hat er oben noch einen Raum gesehen oder so? Alter. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Außer wir kriegen jetzt Evil Matchbook, wie das Ding hieß. Patchenboy. Patchenboy? Patchenboy? Patchenboy. Ist das nicht das mit den... Ja, nee, ich dachte jetzt eher hier, dass man sich Geld rausspringt mit Matchbooks. Also hier Streichhölzer. Mit deinen Matchbox kannst du ja nichts raussprengen, das sag ich dir. Sicher? Du hast immer noch dein Stundenglas. Stimmt. Ich bin als 4 stehen geblieben. Das ist mir gerade auch so. Aber wie weit springst du? Nicht sehr weit. Na klar. Ja. Und ein AP ab. Nein, nicht für dich. Wie ist das? Pentagramm. Ich hab nichts gesagt, alles gut. Ich rock das heute mit The Lost. Sag's nicht was zu früh. Was muss ich machen? Alles. Ne Lamp und... Hä? Da war doch gerade noch weniger, oder? Ja. Oder mehr, eher gesagt. Alles. Du hast recht. Alles. Hasch, Lamp, Megasatan. Kannst du alles mit einmal schaffen. Hasch, Lamp... Stimmt. Hasch, Lamp, Megasatan und was war's noch? Irgendwas fehlt dir noch. Isaac? Kann ich doch nicht. Ah ne, Isaac? Hä? Okay. Nein. Lamp ist rechts. Achso, na, Creed. Ach, Creed. Das kann ich leider nicht in diesen Run machen. Also, ich würde es gerne machen. Vielleicht findet man ja noch einen Weg zu Ultra Creed zu kommen, aber. Das wäre was Neues. Du kannst mal Tee rausnehmen. Nimm mal den Tee raus aus dem Ofen. Ja. Es gibt nämlich wieder lecker Tee bei uns. So wie sonst auch. Vielleicht eben. So, vielleicht sollen wir es auch schon mal mit dem Alkohol einführen. Dann passiert sowas wie, was war das? An der Montagsfolge? Am Montag, der Lachfleisch oder was? Ja. Ah, da haben wir nicht mal Alkohol getrunken. Aber meistens passiert das öfters. Du weißt nicht, was in den Getränken drin war. Das stimmt. Du hast sie wieder mal zubereitet.
Das war dann Irish Coffee, ja? Rupees. Das heißt. Hast du Angst, was ankommt? Ah ne, es war schon da. Es war schon da, ja. Aber trotzdem, heftig. Ja, es schießt auch in zwei Richtungen. Stell dir mal vor. So, soll ich direkt eingießen? Ja, klar. Obwohl du wahrscheinlich nicht trinken kannst, von daher gießt nur mir ein. Ist ja fies. Two of Clubs. Na gut, wenn ich Bomben brauche, ist das natürlich nicht schlecht. Was hast du gerade bekommen? Hä? Na, Mom's Ei, dass ich nach hinten schießen kann. Ich wollte gerade irgendwie raus. Ich kann nicht sagen, warum. Panik oder was? Nö, ich hab die einfach nicht als Gegner wahrgenommen. Scheiße, Haufen! Ich muss hier raus! Eigentlich ist das schon ein cooles Item, muss man wirklich sagen. Ja, aber das müsste so irgendwie länger den Effekt machen, meiner Meinung nach. Da brauchst du ja das Trinket für. Hey, Kumpel! Copy. Okay! Dein Leben ist überragend. Kappis Paw bringt ja leider nichts. Kappis Head wäre cool. Ja. Ich guck mal noch, ob hier der Stachelraum vorhanden ist. Warum? Weil ich dann reingehe. Ist er nicht. Stehen bleiben und hoffen. Trinketbox. Also hier Kleider verdoppeln. Kleider verdoppeln. Würde ich eventuell sogar wirklich mitnehmen, cooler, wenn man da Hasch schaffen sollte und vielleicht bis dahin irgendwie einen Beschützer oder so hat. Naja. Wäre es schon nicht schlecht, wenn... Ach so, Steven doppelt. Warum nicht? Ja gut, sein Anhalten ist schon nicht schlecht, finde ich, aber da brauche ich sowieso erstmal noch zwei Münzen. Oder war es gesenkt? War gesenkt. Achso. Sieben Münzen. Na, dann nehmen wir es mit. Ich wollte gerade sagen, den nehmen wir das blaue Herz mit, aber irgendwie brauchen wir das nicht. Aber man hätte es kaufen können. Man hätte es kaufen können, das ist richtig. Wenn du so reich bist. Bin ich ja nicht wirklich. So, dann schauen wir mal weiter. Klappi. Könnte man über... Ah, dann. Macht man doch nicht, hab ich gehört. Kannst du auf jeden Fall die Box dort dran einsetzen. Ja, das war so der Blau. Nee. Den verdoppelst du den? Ja. Meinst du? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay. Stimmt gar nicht, du hast mich angelogen. Ich hätte fest damit gerechnet. Cool wär's. Du hast mich trotzdem angelogen. Was sagst du dazu? Hast du schon gesagt, oder? Stimmt, das hattest du schon mal erwähnt. Na klar. Was denn? Easy. Ja. Ich bin User Profi geworden über Nacht. Dabei ist das eine Aufnahmesession. Trotzdem über Nacht. Ja, es ist inzwischen 0 Uhr. Das war wichtig. Das heißt, du nimmst doch das andere Trinket? Ja, ich finde ihn eigentlich schon nicht so schlecht. Einfach mal noch irgendwas dabei zu haben, was auch noch schießt, oder? Mhm. Du wirst nie wieder zu diesem Trinket kommen? Nö. Nee. Huhu! Huhu? Ja. Das war der Uhu. Uhu. Huhu, Uhu. Dann bräuchte man noch sowas wie. Piercer? Sensen, also irgendwas, was durchgeht. Das stimmt, ja. Piercing-Schatz. Heiße Tasse. Alles gut. Ach so? Ja, Tee ist noch nicht ganz trinkbar. Den Kopf verdoppelt sie leider nicht, ja. Nee. Nee. Nur stehen bleiben. Ja, wenn dann aber über der großen Lücke, oder? Ja. Kommt mal der her. Hast ja auch Homing-Leute, von daher kann es ja vollkommen egal sein. So. Nice. Sind die Homing-Leute dann eigentlich deine Homies? Eigentlich schon, oder? Ist mir gerade so in den Sinn gekommen.
stellt sich mir wieder mal wieder die Frage, die ich mal gelesen habe, warum sich die schwarzen Mitbürger in New York immer gegenseitig Monika nennen. Kannst du mir das erklären? Monika eigentlich. Das ist doch ein Frauenname und das rufen sich meist Kerle zu. Das ist komisch, oder? Ja, sehr seltsam. Alter, ich glaube, der hätte mich erwischt. Wenn du als Weißer die immer so nennen willst, Monika, dann werden die immer übelst sauer. Das stimmt, irgendwie komisch, oder? Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht eine Erklärung habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Das ist vielleicht, so eine interkulturelle Sache, weißt du? Ja, das kann sein. Dass nur die mit Monika kommunizieren dürfen oder genau. So. Genau. Aber es ist schon ziemlich rassistisch von denen. Dass nur die es sagen dürfen, ja. Stimmt eigentlich. Ein Ringelfeigen. Spawnt er jetzt wieder und dann macht er wieder einen Kreis? Ich glaube, es spawnt sogar zwei diesmal, aber. Kein Beute. Bambus. Ja, vielleicht. Kohle wäre natürlich schlecht. Kohle? Ich habe Angst, sobald er anfängt, sich irgendwie da unten zu drehen zu wollen. Ja, wenn er da allgemein dreht, dann ist er am Ende. Aber du hast dann dein Holy Shield, also ist schon durch. Ah, nee, aber wenn er sich trotzdem, wenn er sich da unten in der Ecke. Nee. Schade. Warum eigentlich? Crybaby. Okay. Crybaby wäre wirklich interessant. High Priest war das, was tritt? Ja. Ah, er war noch ein Gegner. Alles klar. Er zählt als Gegner, ja. Tears up. Smaller, nice. Und größer. Telepill. Telepill. Ich wollte gerade sagen, ab in den Stachelraum, aber das wäre ja egal gewesen. Hast du jetzt schon überall? Bist du auch im Stachelraum? Ne, waren wir ja schon. Ne, waren wir nicht. Das war der Self-Sacrifice Room. Ja. Ich habe nicht mehr Schlüssel. Aber du hast deine Homie. Oh, ich habe meine Homie, genau. Okay, wenn wir gerade über die Monika reden, warum ist dein Homie eigentlich auch schwarz, ne? Jetzt mal so. Das müsstest du bitte den Entwickler fragen. Hm, stimmt eigentlich. Vielleicht hat er ja einen Kumpel, der. Oh, scheiße. Das könnte mein Ende werden. Two of Clubs, Boxen verdoppeln. Ja. Nicht in den Schuss rennen. Sehr gut. Nicht in den Stachelraum rennen. Also noch nicht zumindest. Ja. Nice. 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 So, dann. Schade. Da wo schützt das übrigens nicht das Holy Shield? Nö. Das war aber ja schon immer so, auch beim Blutspender nicht. Ich hab's doch für die unsere Zuschauer gesagt. Ach so, nicht für dich. Du hast es aber so in meine Richtung erzählt. Ach so? Ja. Dann hör ich halt auf, in deine Richtung zu reden. So. Das ist so angenehm. Das hat meine Gefühle verletzt. Ha, ich hab gar keine. Das war gelogen. Ihr müsst wissen, Penner haben immer einen sehr strengen Mundgeruch. Jetzt kann ich aufatmen. Also ich dachte, das hat endlich auf deine Fernsehseite zu beschlagen. Ja, das kommt noch mit dazu. Wäre interessant. Ah, okay. Ob es die Schüsse mit reinholt oder was? Genau, ob es die Schüsse, die halt nach hinten gehen, ob die da mit reinkommen. Okay, das war schlecht. Ja, bleib einfach vor deinem Abgrund und alles ist gut. Ja. Der schützende Abgrund. Versuchst du es? Ja, nice. Könnte man vielleicht dann nochmal überlegen, in den Shop zu gehen. Ja, das stimmt. Dass die Schüsse nach hinten auch so geradlinig fliegen, das ist irgendwie seltsam. Machen sie doch gar nicht. Die fliegen teilweise auch. Ey, die sind nur sehr schnell. Ja. So, zwei Schlüssel. Können wir vielleicht doch überlegen, in den Doppelschlüsselraum zu gehen. Auch für was? Das
kann nur schlechter werden. Ich weiß nicht. Also rerollen würde den nicht bringen. Und Items könnten da drin sein. Zum Beispiel Bibliothek oder sowas ist. Ah nee. Nee, geht nicht, das ist nur ein Schlüssel. Mensch, oh, hell. Warum hast du die andere Pille vor uns nicht genommen? War das die? Ich glaube. Ja, ich glaube, es war die, die den Effekt gegeben hat. Okay. Oh, erstmal kurz Boss. Ja. Und eine ist ziemlich fix. Ja, ich das noch der, so ein... Wenn der explodiert, das macht mir irgendwie mehr. Nee, explodiert er nicht. Das ist ja der einer, der schnell ist. Ja, Maritip. Also auch explodiert. Ach so, das sind doch die. Ja. Okay, wieder rum. Da ist nichts dagegen. Nice. Und leider kein Deal. Schade. Speed and Range, okay. Ich bin übrigens der rückwärts fliegende Geist. Mensch, Moonwalk's so cool. Ja, ah, das kann ich. Jetzt werden wirklich durchgehende Schüsse irgendwas. Ah, genau das haben wir in demselben Raum vor uns auch gesagt. Nur noch Pillen. Two of Spades. Ah. Two of Clubs. Aha. Zeitlich bist du, glaube ich, auch noch ganz gut unterwegs. Ja, es geht. Ja, verdammt. Das ist kein cooler Raum. Ja, schlimm ist er auch nicht. Nee, oh, zeitlich ist er halt. Er ist zeitraubend, das wollte ich sagen. Was suchst du denn noch? Hm? Stachelraum. Dass man vielleicht wirklich schafft, Gabi zu werden, weil das wäre nicht so verkehrt, finde ich. Huiuiui. Kurz überlegt, hochzufliegen. Ja. Na? Super Pass, super Pass. Aber warst du nicht schon im Stachelraum? Ach stimmt, war ich schon, verdammt. Jetzt, wo du es erwähnst. Ja, viel aus. Ja, für den Schlüssel habe ich es gemacht. Ja, Bomben-Item. Das gibt mir ja nicht viel. Ich weiß. Dafür hast du es gemacht. Ja. Damit es schon mal aus dem Pool raus ist. Da ist dafür habe ich es gemacht. Two of Spades. Das ist sehr nice. Wenn solcher Devil Deal irgendwie Müll ist oder so. Nice. Gab es im Shop was, was man holen könnte? Eigentlich nicht, ja. Kann mich nicht dran erinnern. War da Pillenbeutel? Pillenbeutel, ja, nur noch Pillen. Also nicht. Nicht wirklich irgendwas, was gut wäre. Nope. Ich hätte halt auch gesagt, hey, reroll doch gleich den Bombenkopf, aber. Nee, ich würde für einen Devil Deal gerne mitnehmen. Ja, ist er dort unten im Vorraum? Ja. Ja, warum nicht? Hat recht. Bringt ja auch nichts. Nee, aber es war schön, mal so einen herzlichen Raum zu sehen. Ja, da schrei ich dich auch kurz an. Diesmal ohne Beleidigung. Das hat mich verwirrt. Wäre lustig gewesen. Das stimmt. War lustig. Alches. Ist natürlich schön, aber der Dice Shard ist irgendwie dann besser, finde ich. Vollbombe, okay. Bringt dir gar nichts. Bringt dir auch gar nichts. Ah, der will dir. Du klappst, okay. Setz ein. Nö, das noch nicht. Das war die Bombe einsammeln. Ui, ich wurde getroffen. Das war peinlich. Bleib auf dem Stein. Ja, mach ich auch. Sammel alle Bomben ein. Ist das so eine Mission? Sammel ja. Alle Bomben ein. Und dann setz zu auf Clubs ein. Mission geschafft. So. Riecht das irgendwie. Aufs Maul. Ach so! So funktioniert das, sag das doch. Das ist ein Achievement, sagst du ja. Aufs Maul. Achievement Number One. Unlocked. Denkst du so nur so, nein! Warum habe ich das nur geschafft? Du wirst noch eine lange Zeit in diesem Raum verbringen, wenn du so weitermachst. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Schafft doch alles. Goldraum! Ah, daneben Boss. Das ist schon Mutter, ne? Ist es schon? Nee, Labs 1. Alles klar. Dann bist du wirklich langsam unterwegs.
Wollen die Bombe hinterher schieben? Hab ich gesehen. Müsst du das bitte mal auf. Oh. Ich hatte jetzt gerade irgendwie sonst was Angst gehabt, dass er so geplatzt ist. Ich werde ihn einfach so verwirren und jetzt einfach platzen. Und das hat funktioniert. Genau das. Also, können wir erstmal machen. Kiste? Oh. Kiste? Kiste? Und ich habe mich treffen lassen, nicht Depp. Das wird mein Ende. Das wird in der Tat mein Ende werden, denke ich. Oh! Sehr gut. Oh, oh nein! Ja! Keiner trank das. Ja! Übelst das war's! Sind wir dumm, ne? Sind wir gar nicht. Wir sind einfach nur. Wir leben für dieses Spiel, könnte man sagen. Ja! Verdammt! Nicht lesen, nicht lesen, Freund. Wir leben einfach für dieses Spiel. Ja, lasert. Als ich jetzt noch gedreht hätte. Brimstone! Nimmt man den mit? Ja! Okay. Du hast gesagt, ja. Kein Effekt. Das ist cool. Ja, mit. Damage Booster. Der macht echt viel, ey. Was denn? Na, der macht, glaube ich, plus anderthalb Damage. Damage, wenn man drin steht, oder? Wenn du drin stehst, genau. Und selber, was er an Schaden drückt, weiß ich gar nicht. Und weißt du, was auch noch ziemlich cool ist? Er wird mitverdoppelt. Ja, stimmt. Man freut sich auch manchmal über die kleinen Dinge im Leben, ne? Ich war der Meinung, wir haben uns nicht nur klein gefreut, das war schon groß gefreut irgendwie. Gar nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte schon, du gibst mir jetzt einen Controller und ich darf auch spielen. Nee. Aber so eine Scheiße, die du hier machst. Du hier abziehst. Ramming Speed. Der Hammer. Tun wir das in die Uhr rerollen? Nee. Ist Geschwindigkeit. Ja, gerade mit cool, ich hab Brimstone keine. Ist es doch wichtig, dass wir Gabi werden. Ich hab keine Hörner. Ich irgendwie sehr witzig finde. Huch, warum bin ich in den Shop gerannt? Hast du überhaupt schon irgendeinen Effekt bekommen? Irgendwie nicht, ne? Sehr seltsam. Ich glaube, unser Spiel ist verbuggt. Aber cool. Nur weil du die Sprache umstellen musstest. Ja, es tut mir leid. Da habt ihr jetzt eine Woche lang verbuggtes Spiel. Was so eine Sprache ausmacht. Ja. Einmal backen, bitte. Was soll ich denn hier backen? Das Spiel. Hast du geschafft. Klar. Ja, wir bräuchten schon noch. Was haben wir denn? Pentagramm und ein Stein. Diese Vorstellung. Was haben wir so als Waffen? Ja, ein Pentagramm. Und ein Stein. Oh meine, diese bildliche Vorstellung. Ah, diese Aufnahme ist echt ist top irgendwie. Ich hab einfach nur mal laut gedacht, weißt du? Ja, ja, ist alles gut. Aber wieder diese Vorstellung. Was haben wir? Ein Pentagramm und einen Stein. Können wir werfen. Das Pentagramm sogar wie so ein Ninja-Wurfstern. Oh Mann. Da, Mensch. Leider. Suicide King. Oh, das kann man wirklich machen. Aber wo macht man das? In der Video bringt's nichts. Das wären normale Items. Na, achso, ich hätte gesagt, man sucht einen super Geheimraum. Macht's da. Wo? Na, wenn's eh egal ist. Hier wären's Shop-Items oder auch egal? Ich denke nicht. Das glaube ich, aber versuch's. Ja? Ich glaube, es kommen. Normale Gold, cool Items, wenn welche kommen. Suicide. Suicide, ja, gut erkannt. King, hat er noch gesagt. Ah. Schade, aber das war mir doch ein Gabi-Leben wert. Health. Oh, ist ja süß. Süßer kleiner Lost, oder? Dieser Verloren ist so süß. Tee schmeckt übrigens gut. Ja. Warum sagst du ja? Du weißt es gar nicht. Ja, ich habe ihn gemacht, deswegen kann er nur gut schmecken. Oh, dann weißt du ja, was drin ist. Gift.
Rubies. Das kann dir egal sein, ja. Dann machst du nochmal eine Schleife um dich rum. Ah ne, macht's gar nicht. Okay. Ach ne, das war bei Ho. Nee, was war denn das? Hier. My Little Planet. Ja. Schön, dass ich auch noch hinten lese. Ja. Oh, nicht immer. Gut ausgewichen. Hui. Nice. So, gut, wir müssen eh noch. Nee, du musst Lamp. Nur Lamp, ja. Stimmt. Na dann. Gabi. Gabi. Und Damage. Und Damage ab. Also nehmen wir beides mit. Ja. Und dann kannst du langsam. Oder schneller machen, eher so rum. Langsam schneller werden, wollte ich sagen. Und dann? Wegen, wenn du Hasch machen willst. Ich habe überhaupt keinen einzigen Beschützer, das ist irgendwie so. Wisst ihr, wenn man so ein. Ja, wenn man zumindest so ein bisschen was hat, was die Continuum-Tiers zumindest abhält, das wäre schon nicht schlecht, finde ich. Die Continuum ist das geringste Problem, glaube ich. Meinst du? Irgendwo zu stehen und Glück zu haben, das schaffst du. Übelster Shotspeed. Down. Nee, up, hä? Nee, stimmt, down. Tier-Delay geht hoch. Ich hab jetzt gerade an den anderen. Ja, sad an den gedacht. Ich guck nochmal kurz auf Platinum Gott. Ja. Toxic Aura Tiers war das. Genau. Na, geht's dir gut raus, oder? Ja, ja, alles gut, alles gut. Willst du mal kurz hier was anderes machen? Nee. Spring dir kurz einen Eimer. Alles gut. Ground and will penetrate all objects. Also Isaacs Tears, das muss ich jetzt noch dazu sagen. Sonst kann man das irgendwie falsch verstehen. Ich wollte schon irgendwie nicht sagen. Large, hast du überflogen. Large brown and will penetrate all objects. Ja, ja. Schon gut. Alles klar. Passend zum Monika. Oh Mann ey. Range down, Shot Speed down, Tier high. Ja, deswegen nehme ich nicht mit. Das Range down ist schon kacke. Ja, Tier high auch, also ist eigentlich alles egal. Ja. Und dann hast du zumindest irgendwas braunes, was die Gegner penetriert. Achtung, da ist einer unsichtbar gewesen. Und? Fliegen, und schützen mich. Ansus? Ist das Richtige? Ja. Richtige Richtung. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Oder vergesse es immer wieder. Kann sie gerade auch nicht sagen. Danke. Immer noch was? Zwei? So fies. Soll es geben. Super geil im Raum. Läuft. Deine Zuckerbusse müssten das ganz gut regeln. Mhm. Oh, Luck, ja, was willst du machen? Was willst du tun? Oh, Perlen des Internets. Das ist echt oldschool. Spoonbender wäre es noch richtig geil. Ja. Aber. Kriegst ja keine Items mehr. Na doch, im. Bei der Hasch. Ach insofern ja, man es wirklich stark machen sollte. Das ist halt die Frage. Oh, warum? Ja, Schild. Ja, ich dachte erst, na gut, spring dich raus. Ja, nee, dann habe ich gedacht, so na gut, hab eh das Schild. Schlüssel sind natürlich sehr angenehm, aber ein bisschen Geld wäre noch nicht schlecht. Huiuiui. Ja, du hast doch das Schild. Okay. Spoonbender. Hätte zwar nicht drin sein können, aber. Das wäre der Hammer gewesen. Spoonbender. Ja, ich war klein genug. Fashion, müssen wir wieder am Rückwärtsfliegen. Gabi hat Spaß am Rückwärtsfliegen.
Das ist fies. Das wäre so bitter gewesen, ey. Ja. Kumpel, wo bist du? Das sind zwei. Das ist noch so ein normaler Kopf. Schaden bekommen den Raum? Ich weiß nicht. Geh auch nochmal sicher. Wäre egal gewesen. Beim Reingehen kriegst du keinen. Stimmt. Das war sehr gut. Der Weg ist noch ziemlich lang. Hab auch so gedacht. Haben wir einen richtigen gefunden. Und ab geht's, Mama. Okay. Okay. Achso, die fliegen. Du kannst auch hinrennen. Und dann fliegen. Oder so. Wobei rennen. Perfekt. Sehr, sehr geil. Sacrificial Knife auf jeden Fall. Oh ja, das verdoppelt das sich. Das wird rollen? Kannst nee. Du machen? Oder du rerollst unten irgendwas? Ja, ich hebe mir lieber von unten auf. Dann mal lieber noch den Geheimraum hier suchen. Super Geheimraum. Der hier gleich wahrscheinlich im nächsten Raum nach unten, oder? Oder was hier drin sein? Also. Naja, der Error Super Geheimraum. Achso. Ungern riskieren, bin ich ganz ehrlich. Ja. Was soll's sein, ne? Ja. Uiuiui, ui, ui, das war knapp. Ja. Dann, ich bin gespannt. Oh, na, ich erst. Ja, die Fliege. Mir, ja gut, die Fliege, die du ja. verdoppeln kannst. Das hier bringt mir gar nichts irgendetwas. Trinket Box bringt mir auch null. Hm. Gute Kombo. Ah, süß, ist immer kleiner wurde. Ja. Ja, man könnte dann halt überlegen, für hinterher Dings mitzunehmen, weil damit clearst du jeden Raum instant. Ja, das stimmt. Na gut, dann nehmen wir hier die Fliege mit. Hier drüben. Das wird halt rerollen. Ist richtig. Kann mir ein Schutzschild geben, glaube ich. Wenn du Schaden kriegst oder wenn du getroffen wirst. Aber ist egal, du kannst nicht rerollen. Es ist egal, ich kann nicht rerollen. Da ja. Ich guck's nochmal nach. Hit across. Ja, taking damage. Aber. Du nimmst ja in dem Falle Damage. Das ist halt eben die Frage. Gut, ich wollte jetzt einfach mal reingehen. Tu das. Geht natürlich jegliches Damage ab, Alter. Das war bitter. Ja. Dass er sich aber auch genau über mich teleportieren musste. Oh nein! Was hast du getan? Na, ich stand genau da, wo Hash hochkommt. Geil, und ich krieg meine Aufladung nicht voll. Oh, ist das bitter. Warum hast du denn deinen Bekleider geändert? Was? Warum nicht? Ist doch egal. Ist doch jetzt auch egal. Oh, das nervt mich. Ja, konzentrier dich. Was nix, alles gut. Das Problem ist, dass schon wieder in mir so viel rumsteht, dass ich erstmal wieder gucken muss, wie meine Hitbox eigentlich ist. Komisch ist, dass der Brimstone keine. Doch, es hat irgendwie für Fliegen gegeben.
zählt bestimmt wie schon mal Effekt bekommen und geht jetzt gerade nicht. Was? In die Fliegen. Manchmal kommen, manchmal nicht. Kann sein, ja. Ah, du hast ein Drittel weg. Hoffen. Shit. Steht falsch. Ja, die schießen gegen dich, wollte gerade sagen. Jo, oh, ich hab's gemerkt. Was mehr? Weiß ich nicht. Aber einfach mal für mich mal einen anderen Blickwinkel. Da reagiert man nochmal ein bisschen anders. Oder auch nicht. Du lässt dich immer von dem treffen, weil das ist so bitter. Kannst mit Fuhler nochmal raus. Ja. Hast du früh losgelassen? So. Fliegen? Danke. Konzentrier dich. Gut. Zumindest ein bisschen mehr Schaden mitgenommen. Insofern es halt wirklich funktioniert. Bin geschont. Kannst du bleiben, denke ich. Also. Ja, sehr gut. Ah, getroffen worden. Verstehen. Hoffentlich. Ja, es reicht nicht. So widerlich, nein. Oh. Okay. Stark gemacht. Ja, nee. Oh, fuck! Das war nice. Alter. Hast du noch eine Inspiration? Ja. Immer geht noch. Das war. Das war schon ein paar Mal ziemlich knapp, aber war eigentlich auch sehr nice.
Dann tausch mal die Seiten, wenn du das unbedingt willst. Mich halt was passiert, wenn man hier schon Lord of the Fly ist. Was eigentlich den seine Fliegen auch. Ich glaube, das sind keine Fliegen in der Hinsicht. In der, ja, weiß ich nicht. Obwohl. Ja, ist halt eben die Frage. Könnte schon sein, doch. Das wurde so erwähnt. Zumindest machen sie ja keinen Schaden vielleicht. Gleich wieder schnell. Oh, steht ganz gut. Spawnt. Sehr gut. Ich wurde getroffen. Ja. Warum muss das sein? Alter. Alles gut. Weiß nicht, was er macht. Okay. Oh. Ah. Das kennst du irgendwie schon. Na, bist du mal? Das Akku geht klar leer. Läuft. Oh Mann ey. Wie viel Leben haben wir denn noch, ist die Frage, ne? 3 vielleicht. Ah. Wenn nicht willst, kannst du auch sagen, dann... Ich probier's mal. Ich muss erstmal dran gewöhnen, dann wimmst du. Ja. Wie lange der lädt. Nicht sehr lange, was halt sehr angenehm ist. Wenn wir direkt schießen, dann klar. Das nicht auch. Fliegen ausschwärmen. So, weitermachen, Hashi. Sehr gut, sehr gut. Thank you.
hasse es, wenn er dann anfängt, in der Phase auf dem Boden hier rumzuroppen und nicht mehr hochkommt. Ja. Muss halt irgendwie schnell aus der Phase rauskriegen. Das ist nicht mehr so, dass man. Das gibt ja keine Begründung, warum er da drin ist, oder? Ja, stimmt schon. Alter. Haare ist breite, würde ich mal meinen. Was für Haare? Und Continuum gleich wieder. Hält. Ja, gute Lücke. Bitte, 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 bitte. Müssen die Fliegen eigentlich nur noch einmal. Sehr nice. Hallo? Respekt dafür, Respekt. Swarm Projector und da hast du deinen Controller wieder. Ich habe meine Arme tun weh. Ich habe mir alles angespannt, was ging. Wir müssen zu der Lamp. Also ja. Nicht vergessen. Wir wollten das ja sowieso mitnehmen. Eben. Also nach unten. Ja. Oder? Ja. Negativ. Oh, Alter. Da geht dann ganz schön die Pumpe, oder? Ja. Das ist... Mir fällt noch gerade auf, wir können leider Megasatan nicht mehr machen. Du hast den Kopf immer. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Daddy's Key. Ja, obwohl, du hast Holy Shield. Stimmt. Da könnte er drin sein. Das ist interessant. Studfinder? Aber, aber wir haben viele Bomben. Was wärst du? The Sun. Machen wir es mal kurz und dann... Studfinder ist halt nur die erhöhte Chance sozusagen. Dass das du unter was ist. Er zeigt ja nicht an. Genau. Da muss man gar nicht lang. Sag das doch. Naja, aber bringt der Buddy jetzt noch was? Deswegen. Vielleicht irgendwo mal da, wo viele Steine. Oder da, irgendwo einen Durchgang finden. Aber das lohnt auch nicht. So, so geht nicht einsetzbar. Mehr. Das Ding hat auf jeden Fall auch ordentlich Schaden gedrückt bei Hasch dann. Am Ende. Stimmt, ja. Du hast keinen Schaden bekommen. Ich hab auch so gedacht. Irgendwas stimmte nicht. Ah, kein Dead Ski. Alter, wie oft denn noch? Anders aber Dark One. Stimmt. Oh, Dark One ist ja okay. Einfach an die Fliegen, einfach durch die Fliegen durchgerusht. Ja. Hat er nicht überlebt. So kaputt. Don't give a fuck. Ja. Ja, es war ein Treffer. Ja, das war es. Ich hab's auch mitbekommen. Es war dann einfach nur schnell panisch mal Tabis Head drücken oder was? Nee, ich hab extra ja gewartet, bis beide Füße unten sind, dass ich beide treffe. Mensch, Mann, Item drinne. Das hat man ja auch selten. Weltseltenheit. Schon nice, dadurch kriegst du auch immer wieder Fliegen. Ja. Steck mal rein, können wir wieder Karte klein machen. The dream is real. Zwar mega satanisch, aber. Ich hab's kurz offen getroffen. Also wieder noch inner 200. Gehofft auf die Fliegen? Ja. So, hochgesprungen und meinen Laser ausgewichen. Das sind wir doch nicht beim Seil springen. Deadski? Ah, Jiminy. Piskus. Ja, nee, Piskus, stimmt. Stimmt, dadurch, dass hier auch normale Kisten auftauchen können.
Ja, Gold ja auch. Ja. Junge, das ist ein Laser. So. Wann setzen wir uns ein, wenn sie sich teilen, ne? Ja. Okay, das geht auch immer schnell. Genau so. Okay. So. Suchst du noch nach Detsky? Ich würde es noch danach suchen, weil geschafft haben wir es jetzt ja. Okay, Supergeheimraum. Okay, Erfolg bekommen. Dann ist doch was am Ende. Nee, wir hatten es ja sozusagen schon, es war noch nicht auf der Liste mit drauf. Ach so, stimmt, da war ja was. Naja, wir können uns ganz, ganz viel Glück haben, aber... Warum nicht versuchen? Ah, überlebt! Das war der typische Daddy Longleg-Effekt. Stirbt der Fuß, stirbt nicht der Kopf. Stirbt der Fuß? Der wollte mich von hinten überraschen. Überraschen. Let's go! Wir wissen, wo die Geheimräume sind. Übrigens ist hier einer. Du hast mir gerade noch so gefehlt. Ja. Ich glaube, da kommt noch ganz viel in die andere Richtung. Klasse. Komm rein. Der hat dich gleich am Anfang getroffen, hast du es gemerkt? Ja. The Fool. Bringt halt irgendwie nichts. Okay, ich dachte, hier geht's längst noch ein paar Räume. Das habe ich auch gedacht, aber. Immer nur ein Raum. Und nur ein Raum. Nein, es geht noch weiter. Super geil, man wird bestimmt noch irgendwie interessant. Double Bubs Curse, na klar. Und Full Health. Viele Batterien haben wir einfach fallen. Aber das ist ganz gut, wenn wir dann Mega Satan mit Lost nochmal machen müssen, wollen, wie auch immer. Weil wir dann zu Isaac gehen können. Das stimmt. Und da zumindest die Kisten noch bekommen. Die hätte ich nicht gesucht. Ja. Telepille, 5-mal. I found pills. Hast du Pillen gefunden? 3-mal. I found pills. Ja, muss ich sagen. Hui, ja, wie gesagt. Geiler Run eigentlich. Geiler Lost Run mal so ausnahmsweise. Und ja, Flo, vielen Dank dafür, dass du da Hasch gemacht hast. Dafür, dass ich gestern so sang- und klanglos untergegangen bin. Dafür kriegst du von mir ein Laserfinish. Oh, wunderschön. Ja, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.